Okay, lasst uns nochmal das versuchen mit der Onimusha-Kraft. Denn ich glaube nicht, dass es was bringt, wenn ich hier meine ganzen Gegenstände Ecke verschenke. Mein Gefühl sagt mir, ich soll diese Seelen sammeln. Drauf da! Ja, ich finde den Speer richtig klasse. Und so langsam ist er gar nicht, wie man vielleicht denkt. Also für diese Gegner ist er immer noch schnell genug. Also hier kann ich bis morgen noch kämpfen, weil die Gegner immer wieder kommen. Das war zu spät. Los, ich brauche nur noch eine Onimusha-Kraft. Onimusha-Seele. Naja, im Prinzip ist es ja dasselbe, aber... Dein Hut fliegt ab. Könnte ich den jetzt vielleicht nehmen, wenn du nicht mehr brauchst? Naja. Ih, was ist denn das für hässlicher Schenkel? Gebt mir doch endlich mal eine Onimusha-Seele. Wie wär's, Freunde der Unterwelt? Auch wenn ihr hier die Gegner seid. Ich verlange ein bisschen Kooperation von euch. Der Gold lässt doch schon fallen, ne? Was ist das? Das war eine gelbe Seele. Und sie heilt uns. Mich würde mal interessieren, wie viel Gold ich schon eingesammelt habe. So, wieder ein bisschen geheilt. Ging's hier um? Ich bin völlig desorientiert. Was war denn hier noch? Ach so. Nee, hier kommen wir auch nicht weiter. Nee, es scheint, dass der einzige Weg nur durch dieses komische Eisherz führt. Ja, man muss es ja mit mir richtig gut meinen, wenn hier so viele Dämonen kommen. Jetzt rückt doch endlich meine Onimusha-Seele raus. Ich will hier nur weitermachen. Diese Dämonen verderben mich gerade richtig das Let's Play. Naja, Kämpfe sind auch toll. Dreimal geflogen. Mann. Nee, aber jetzt mal in Ernst, ihr blöden Dämonen. Meint ihr, ihr wärt hier die einzigen Stars? Dass ich mit euch hier so lange Videos machen kann? Ich denke mal nicht. Wow. Aber der Speer oder die Lanze hat eine ganz schöne Reichweite. Da kann man schön auf halber Distanz die Gegner schlagen. Habt ihr gesehen, wie weit ich damit vorstechen kann? Ja, schön. Hier liegt Gold, Gold, Gold. Euer Gold könnt ihr jetzt behalten. So viel kann ich eh nicht tragen. Nun komm her. Du
grünes Etwas. Die Frau war es ja schon mal wie die Hero Turtles, aber du bist es nicht. Wie sie aus der Erde kommen. Wie mit einem Fahrstuhl. Sie befinden sich im Untergeschoss in der Hölle. Nächster Halt, Erdgeschoss, bei den Krieger Jubei, bereit zum Sterben. Volles Leben. Keine Onimusha-Seele. Mann. Ich gucke noch mal ins Menü. Ein Speer mit der Macht des Eises. Da er so lang ist, kann man Gegner auf Entfernung treffen. Moment mal. Vielleicht mit der Waffe irgendwie? Ja! Bin ich denn blöd? Warum nicht gleich so? Ah, Mann! Manchmal könnte ich mich aber wirklich selbst mit den Sperren, denn... Naja. Ich sollte mich mal die Waffen besser durchlesen. Die haben alle unterschiedliche Eigenschaften. Sie haben folgendes Medizin. Gut. So, das war's erstmal wieder. Werden wir noch die... Waffe ausrüsten. Welche nehmen wir? Wir nehmen das Schwert. So, ich bedanke mich fürs Zuschauen und beim nächsten Mal können wir endlich weitermachen. Also bis dann.